Herzlich willkommen zurück auf dem wunderschönen Anwesen von Helgstrand, Germany. Wir sind zu Gast bei dem Ehepaar Eva und Dr. Ulf Möller, das uns jetzt während einer kleinen Pause zwischen den Gesprächen den Rest der imposanten Anlage zeigt. Es geht vorbei am Ententeich. Hinauf zu den privaten Wohnhäusern, die teilweise schon eine weit über 200-jährige Historie hinter sich haben. Umrahmt von einem Garten, der in dieser Form wohl sonst nur in England zu finden ist. Voller neuer Eindrücke kehren wir zurück an das knisternde Kaminfeuer, um unser Gespräch weiterzuführen. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir hatten noch so viel zu besprechen mit Eva und mit Dr. Ulf Möller, dass wir uns entschieden haben, eine Fortsetzung hier stattfinden zu lassen. Und ich möchte gleich da wieder anschließen, wo wir aufgehört haben im letzten Gespräch. Und zwar hatten wir das Kürsystem der einzelnen Verbände ein wenig durchleuchten wollen, sind aber nicht mehr dazu gekommen. Und deswegen, Ulf, fange ich mit dir diesmal an. Generell die Körung, egal welcher Verband, Hannover, Westfalen oder ähnliches, da ist ja auch immer wieder im Fokus zu jung oder zu früh. Wie ist deine Ansicht zu diesem Thema speziell? Ja, ich habe da eine ziemlich eine Meinung, wirklich meine Meinung, die ich vertrete. Ich bin wirklich der Meinung, dass wir eine Körung machen sollten im Herbst, dreijährig, und dort die Pferde auch unter dem Sattel anschauen. Das muss nicht auf einem Bundeschampionatsniveau sein, dass die Pferde wirklich schon wirklich trainiert sind, sondern mehr in die Richtung, dass man sagt, okay, was haben wir im Augenblick? Die Dreiecksbahn, das Longieren, das Freilaufen, ergänzt durch einen vierten Abschnitt, wo das Pferd eben auch unter dem Sattel gezeigt wird. Im Augenblick haben wir ja die Situation, dass immer wieder der Hengstaufzüchter schon kommt mit seinem Handy und sagt, guck mal, so geht er unterm Sattel. Und es ist wichtig, auch für uns, wir sind ja durchaus bereit, auch mal eine höhere Summe anzulegen. Wenn ich dann schon weiß, diese Bewegungsqualität, die das Pferd an der Hand, an der Longe zeigt, setzt sich das auch unter dem Sattel fort. Wir züchten ja Reitpferde. Wir wollen ja Reitpferde züchten, wir wollen ja keine Anschaupferde züchten, sondern Reitpferde. Und dann ist es doch nur sinnvoll, auch die Selektion auch mit dem oder unter dem Sattel eben auch noch mitzunehmen. Dann könnte man, ähnlich wie es in Dänemark ist, direkt an die Körung einen 10-Tage-Test, einen Veranlagungstest anschließen und habe dann vierjährig einen Hengst, der voll decken darf. Also ist das erstmal eine gute Geschichte. Und, das wird ja heute auch noch unser Thema sein, habe auch den Ansprüchen des Tierschutzes schon mal vorausgehandelt und sage, das Pferd ist de facto alt genug. Das Pferd hat noch eine schönere Zeit auf der Wiese und kann eben einfach, man fängt einfach später an. Das wird vielleicht nicht alle finanziellen Nachteile für den Hengsthalter aufwiegen, aber wird das Ganze doch etwas kompensieren. Es ist natürlich immer das Argument dann, dass der Reiter dort sehr viel beeinflusst, stimme ich auch zu, aber ich sehe das Pferd ja eben nicht nur unter dem Reiter, sondern ich sehe ja alle Kriterien. Ich sehe die Longe, ich sehe das Freilaufen, ich sehe das an der Hand laufen und mache mir dann ein viel kompletteres Bild als zum Beispiel beim Bundeschampionat, wo das Pferd nur unter dem Sattel vorgestellt wird und dann natürlich von einem vermögenden, guten Reiter vielleicht etwas besser manchmal vorgestellt wird als von einem Reiter, der nicht so viel Erfahrung hat. Ich glaube, das lässt sich über diese Geschichte etwas kompensieren. Ich verstehe natürlich auch die Argumente derer, die dann sagen, okay, wir als Züchter und Aufzüchter eines jungen Hengstes haben natürlich eine wirtschaftliche Mehrbelastung. Also ich glaube, dass dieses Argument aber auch nicht zu verachten ist, gerade den dreijährigen Hengst dann zu managen, den passenden Beritt zu finden,
die Investition zu tätigen und dann in der Zukunft nicht zu wissen, wird das erfolgreich sein oder nicht. Das ist, ich verstehe die Argumente derer, die sagen, das ist ein zu langer Weg. Also das ist eine schwierige Entscheidung, die da Seiten der Zuchtverbände gefällt werden muss. Aber was mich manchmal so ein bisschen nachdenklich stimmt, dass in Deutschland da zu wenig an einem Strang gezogen wird. Also das, der Oldenburger Verband macht was anderes als der Hannoveraner Verband. Die Holsteiner machen es nochmal wieder komplett anders, die Trakehner. Also die Marschrichtung ist wenig vorgegeben. Und das finde ich sehr diffizil in der jetzigen Situation. Das müsste vielleicht von einer lenkenden Hand oben seitens der FN anders oder besser reguliert werden oder vorgegeben werden, wo die Marschrichtung hingeht. Weil wir gerade auch immer im Fokus stehen, müsste da vielleicht etwas eindeutiger agiert werden, finde ich. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der Tierschutz uns früher oder später sowieso dahin bringen wird. Das wird vielleicht nicht dieses Jahr sein, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber ich bin ganz fest der Meinung, ich bin genauso, dann zwangsläufig wird es ja auch so sein, dass wir keine dreijährigen Pferde mehr auf dem Bundeschampionat haben, weil ich kann ja nicht den dreijährigen Bundeschampion-Reithengste hinterher zur Körung, der ist ja im Prinzip schon sozusagen durch, dann das macht ja keinen Sinn, also die dreijährigen Reitpferde weg. Ja. So, und dann habe ich einfach den Riesenvorteil, und das ist, glaube ich, auch in der Wertigkeit zu akzeptieren, dass man dem Tierschutz mal wieder voraus ist und eben nicht immer nur hinterher hechelt. Die sagen, ihr müsst eure Hühner jetzt nach draußen und dann werden Außenanlagen gebaut. Es wird immer so lange gewartet, bis man gezwungen wird. Jetzt muss die Box 350 mal 350 sein, weil man jetzt über den Tierschutz, über die Baubehörden dazu gezwungen werden kann. Und irgendwann werden wir dazu gezwungen, dreijährig im Herbst zu können. Das wird kommen. Also lass uns doch mal echt zusammenhalten und mal den Schritt nach vorne machen und einfach mal sagen, Freunde, wir verstehen das, wir akzeptieren das, wir finden das auch richtig und deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, auch wenn es dem einen oder anderen Mühe macht, auch wenn der ein oder andere sein Ausbildungskonzept, sein, wo sie jetzt im Augenblick ja noch drauf reiten, diese Hengstausbilder, diese Hengstvorbereiter, die können ja oft nicht reiten. Aber dann müssen sie sich eben ein junges Mädchen suchen aus der Nachbarschaft, die dann als Leichtgewicht da oben drauf sitzt und den Hengst und den Sattel vorstellt. Es wird ja jetzt heute auch schon gemacht. Nur, es wird eben nicht so darüber gesprochen, weil es eben tierschutzrelevant ist. Und das wollen wir. Und dem kann ich doch besser nach vorne aus dem Weg gehen. Wobei, um nochmal auf die Körung zurückzukommen, in der ursprünglichen Form, da ist ja auch das eine oder andere Mal im Gespräch. Und als Beobachter muss ich dem auch beipflichten, dass es mittlerweile keine Selektion mehr im Sinne der Zucht stattfindet, sondern eher aus vermarktungstechnischer Sicht. Also auch die Hengste, die an der Longe, wie du sagtest, oder im Freilaufen beurteilt werden, die sind auch nicht immer ganz naturbelassen so dort präsent. Das denke ich von meinem Empfinden so wahrnehmen zu können. Das ist für mich auch eine weitere Gefahr, dass diese Körung im eigenen Sinne eben nicht mehr der Zucht dienlich ist, sondern eigentlich ausschließlich nur noch den Verbänden vermarktungstechnisch dienlich ist. Und da müssen wir auch mal, früher, du weißt das selber, gab es das erste und zweite Lot, da wurde vom Landstammmeister wurden die ein oder anderen Hengste aufgekauft. Da sind natürlich genauso viele hinten runtergefallen, aber eine Handvoll blieb über, die dem auch entsprechend den Zuchtfortschritt, den erhofften, dann auch brachten. Heute ist mir einfach diese inflationäre Körung dem positiven Urteil ein wenig zu hoch. Also das sehe ich ehrlich gesagt ein klein bisschen anders. Und zwar aus dem Grunde, dass ja der Züchter heute auch sehr viel mündiger ist. Der hat sehr viel mehr Zugang zu Informationen, der weiß, ob sein Zuchtprodukt, was jetzt in Österreich ist oder sonst wo in der Welt ist, was es dort für Erfolge erzielt, wie es sich entwickelt hat. Der Züchter muss das machen. Der Züchter darf sich nicht blenden lassen davon, dass da ein Hengst wunderbar herausgebracht da durch die Halle trabt und zum vermeintlichen Siegerhengst wird, sondern der muss einfach sagen, welcher Hengst passt zu meiner Stute? Der muss sich seine Stute sehr genau angucken, wo oft eine Diskrepanz ist, nicht? Ob die Stute wirklich dem entspricht, was man sich als Zuchtstute vorstellt,
und dann den vermeintlich besten Hengst dafür aussuchen. Der ist viel mehr gefordert. Früher, was Eva ja in dem anderen Gespräch gesagt hat, hat der Landstallmeister entschieden, welcher Hengst kommt wohin, und damit war auch eine gewisse Richtung vorgegeben. Weiß ich selbst noch damals, 6 Station Hanstedt 2 mit Toscanini und Watussi und wie sie alle hießen. Da musste man ja an sich von der Abstammung her schon, wo das Reitpferd herkam, ist ja heute nicht mehr so. Also ist viel mehr der Züchter gefordert. Und leider haben wir ja auch zu bemerken, wir haben auch über die Auktionen gesprochen, dass das Angebot auf den Auktionen ja auch schlechter geworden ist. Nicht deswegen, weil schlechtere Pferde da sind, sondern weil der Züchter über das Internet, über die verschiedenen Möglichkeiten viel mehr zu Hause verkauft. Und das, was er dann nicht verkauft bekommt, zur Auktion schickt, und dann ruft Verband, jetzt musst du mir helfen, das gute Pferd zu verkaufen, das schafft er alleine. Nicht? Und früher war es ja so, das Beste ging nach Pferden, das war das Aushängeschild, und jetzt geht das, was noch über ist, nach Pferden. Und das ist ja schade. Das liegt ja auch eigentlich daran, auch das, was du vorhin angesprochen hast, dass die Vermarktung gerade bei den Hengstkürungen mehr im Fokus steht als die eigentliche Selektion. Das ist ja darin begründet, dass die Zuchtverbände auch wirtschaftlich über die Runden kommen müssen. Und das ist ja das, was wir im ersten Gespräch auch angesprochen haben. Wenn wir jetzt einen deutschen Zuchtverband hätten, der jetzt weniger Mitarbeiter zu verfüttern, also zu versorgen, zu versorgen müsste sozusagen, dann wäre das ja auch, wäre der wirtschaftliche Faktor ja auch nicht so primär wichtig, wie es jetzt ist. Also die Verbände müssen einfach ihre Gelder generieren, und das ist dann vielleicht manchmal auf Kosten der Selektion. Ne? Aber der gekörte Hengst, auch aus der letzten Kollektion Pferden, der dort eben, sag mal, 30.000 Euro kostet als gekörter Hengst, der wird niemals viele Stuten decken, es sei denn, unter dem Sattel ist es ein ganz anderes Pferd. Mhm. Dann geht er auf den Hengst schauen, dann geht er auf den Bundeschampionat und auf einmal ist es ein Superstar. Ja. Dann kriegt er die Kurve. Ja. Also, was ist die Selektion? Wieder das Reiten. Und deswegen glaube ich, dass das eben sehr wichtig ist, dass wir sind ja sehr traditionsbewusst. Mhm. Wir wollen immer global, wir wollen immer weltweit, also müssen wir auch ein bisschen anfangen umzudenken und dürfen nicht in unserem eigenen Saft ersticken. Das ist die Gefahr, die wir haben. Also gutes Beispiel zu dem, was du gesagt hast, ist ja auch dieser, der Danziersohn, der Davenport einerseits, war ja ungefähr in dieser Preisklasse, weil Gerd Sosa dann kurz stationiert, wurde dann Bundeschampionatsieger und hätte man vorher in der Form sicherlich auch nicht unbedingt erwarten können. Also schon so, wie du sagst, die Wahrheit liegt dann doch unterm Sattel und da wundert man sich dann doch. Und geht jetzt Grand Prix. Geht Grand Prix jetzt, ja. Aber den Tierschutzgedanken möchte ich mit dir nochmal auffassen, weil du bist ja auch eine Reiterin, die im Mittelpunkt steht, all überall präsent bist und leider dann auch all überall mit Handys wahrscheinlich wahrgenommen wirst, wo die Kamera dann eben draufgehalten wird. Du kannst ja auch mal kurze Zeit für 2 Sekunden deinen Hengst, der nun mal ein Hengst ist, ein ganz anderes eine Art und Weise zu reiten als ein Wallach, kurz mal hinter der Senkrechten kommen. Und schon bist du im Fokus. Wie geht man heute mit dieser Situation um, ohne dass man da leicht zerrissen wird? Ja, wir alle, die wir im Fokus stehen als Ausbilder und weiter die Pferde in der Öffentlichkeit präsentieren, sind in einer viel größeren Verantwortung als vielleicht noch vor 30 Jahren. Wie du gerade eben angesprochen hast, durch das Handy-Zeitalter, durch die sozialen Medien. Und das ist für uns natürlich, wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst, aber es wird auch immer schwieriger, weil gerade mit den jungen Pferden, bist dir zu Hause eigentlich sicher, dass das Pferd mit den neuen Umständen gerade auf dem fremden Turnierplatz gut klarkommt, aber dann hat das Pferd auf einmal irgendwie zeigt das ein Verhalten, was es zu Hause nicht gezeigt hat. Und du musst dann als Reiter regulierend eingreifen. Und das ist natürlich heutzutage mit sehr viel größerer Vorsicht zu machen als damals. Also wir sind uns dieser Rolle sehr bewusst. Die sozialen Medien haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen, haben eine Entwicklung eingeläutet, wo ich manchmal denke, das ist
ich sehe es sehr kritisch, weil Menschen dort eine Stimme gegeben wird, wo wir gar nicht wissen, wie ist der fachliche Hintergrund, was haben diese Menschen für Erfahrung, wie groß ist ihre Professionalität, wie wissen sie, funktionieren Dinge eigentlich in unserem Reitsport. Und das sehe ich als sehr gefährlich und sehe das auch sehr skeptisch. Deshalb ist Facebook für mich mittlerweile so ein Medium, was ich mit sehr viel Vorsicht genieße und was auch viele Leute einfach viel kritischer hinterfragen sollten, wenn da Meinungen geäußert werden, wie gehe ich damit um? Also nicht alles, was da schwarz auf weiß auf Facebook steht, hat auch was mit der Wirklichkeit zu tun. Und ja, das ist für uns alle halt sehr schwierig und beeinflusst auch immer mehr die Meinung der Menschen und auch unser Handeln und Tun. Das ist eine Entwicklung, die mich einfach manchmal nachdenklich stellt. Ja, völlig zu Recht, denn der Radsport steht ja im Fokus, nicht nur auf Facebook, auch auf die gewissen Fernsehsendern wird auch darüber berichtet und immer nur das Negative. Und wir hatten das Beispiel vorhin kurz, das fand ich sehr einleuchtend. Hengste, gerade weil ihr viel Hengste oder ausschließlich Hengste reitet, die kann man nicht mit Samthandschuhen anfassen. Das weiß jeder, also nicht ausschließlich. Da muss man auch schon mal ein bisschen bestimmter vorangehen. Du hattest das erwähnt, wenn ein Hund diszipliniert ist, der auf Wort hört, bei dir bleibt, ohne dass er dem Gast jetzt im Arm sitzt, dann wird er dafür gelobt und der Besitzer gewürdigt. Dass man dann mit Hengsten natürlich auch mal ein bisschen dominanter umgehen muss, ist, glaube ich, jedermann, der damit zu tun hat, wohl auch bewusst. Aber wir machen das aus einem gesunden Sach- und Pferdeverstand heraus, weil wir sind mit Pferden groß geworden. Wir machen das aus Passion und Liebe zum Pferd, nicht um Pferde zu drangsalieren oder. Aber trotzdem fehlt vielen Menschen heutzutage dieses Gefühl einfach. Die führen gerne ihr Pferd spazieren. Also es ist das Pferd. Das Pferd ist ein Haustier. Ja. Pferd in unserer Gesellschaft hat einfach einen anderen Stellenwert als es früher. Ja. Früher war das Pferd einfach ein Teil unserer Gesellschaft. Die Menschen haben mit dem Pferd gearbeitet, mit dem Pferd gelebt. Viele betrachten das jetzt aus einer gewissen Entfernung und haben halt nicht dieses Gefühl, wie geht man mit einem Pferd um. Und das kannst du auch niemandem erklären, der das nicht täglich tut und macht. Und auch, wir sind uns dieser Rolle bewusst und versuchen das natürlich immer den Menschen zu erklären und zu machen. Deswegen spreche ich das an, weil wir diesbezüglich auch mit offenem Visier arbeitet. Und ich muss dazu nochmal erwähnen, das geht ja nicht auch ums Pferd, aber du hast ja auch ausschließlich überwiegend mit Hengsten zu tun, die auch noch nebenbei den Job des Deckhengstes erfüllen müssen und dass da so ein bisschen Hormone noch dazukommen und die Pferde sich halt anders benehmen als jetzt der Wallach bei Tante Lotte im Stall, ist ja ganz verständlich. Aber auch darüber haben Ulf und ich uns letztens unterhalten, dass der Hengst oder Pferde, wie es vor 30, 40 Jahren gab, die charakterlich einfach schwächer waren oder nicht so umgänglich, also die Pferde sind viel, viel umgänglicher, diese Pferde, die damals den Menschen nicht so positiv gegenüber eingestellt waren und die so nach dem Leben trachten wollten, die gibt es ja auch heutzutage. Ja, ich also kann mich daran erinnern, die sind mit angelegten Ohren auf die Gitterstäbe zu, wenn du nur an die Box sprachst. Hat natürlich auch mit den veränderten Haltungsbedingungen zu tun. Die Pferde werden ja heutzutage viel pferdegerechter gehalten. Früher, als ich meine Bereiterlehre gemacht habe und meinen Abschluss in Warndorf machen musste, standen die Hengste vom Langstuhl teilweise noch in Ständerhaltung. Ja. Und das vergisst man immer. Ne? Das sind die positiven Sachen, wie sich unsere Pferdezucht und Pferdehaltung entwickelt haben. Und jeder spricht immer nur über die negativen Dinge. Ja. Und man sollte das einfach nicht vergessen, wie toll und wie schön diese Entwicklung eigentlich ist. Es geht ja beim Futter auch schon los. Früher gab es Hafer und Heu, das war aber auch alles. Heute gibt es ja Dinge, die würdest du dir selber lieber in die Müslischale selber tun. Und das wird heute nicht groß erwähnt und es hat sich ja sehr, sehr viel getan. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Pferd ist ein Nutztier. Ja. Das Pferd hat immer in dem ganzen Leben den Menschen begleitet und Leistung für den Menschen gebracht, ob als Postpferd, als Kriegspferd, als,
als Arbeitspferd vor dem Wagen oder vor dem Flug. Das Pferd hat immer Leistung gemacht und für den Menschen gearbeitet. Zum Teil unter schlechten und schwierigen Bedingungen. Grubenponys zum Beispiel, die nie das Tageslicht sehen, etc. Unsere Pferde werden gehalten besser als jemals zuvor. Ja. Eben wie schon mal gesagt, in genormten Boxen, ja, mit genormten Ausläufen etc. etc. Wir fordern diese Leistung, aber wir unterscheiden, und das ist an sich so die wichtigste Kriterium bei der Ausbildung eines Pferdes, kann er nicht oder will er nicht. Mhm. Und das ist ja an sich das, was nachher den Unterschied macht. Mhm. Denn wenn ich ein Pferd habe, der es könnte, aber einfach aus hormontechnischen Gründen und ich einfach etwas mehr überzeugt werden muss. Genauso wie ein Pferd, ja, wenn ich das erste Mal etwas neu mache, wenn ich das erste Mal auf Skiern stehe, falle ich hin. Ja. Fällt mir schwer. Und irgendwann kommt der Tag, wo es anfängt zu gehen und dann fängt es an, Spaß zu machen. Bei Pferden ist das manchmal ähnlich. Das erste Mal, wenn sie etwas Neues erlernen sollen, fällt ihnen das schwer, sie verstehen das nicht. Und irgendwann merkt man, oh, jetzt macht er das gerne. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt, den wir ja als Ausbilder betreiben. Was Eva gesagt hat, ist genau richtig. Wir, und ich möchte da nicht nur sagen wir beide, sondern unsere Jungpferdewelt, über die wir schon mal gesprochen haben. Wir sind uns ganz, ganz deutlich darüber im Klaren, dass wir unsere Pferde in den Außendarstellungen, auf den Turnieren wunderbar und genau den Regeln entsprechend behandeln müssen. Überall, wo wir auftreten, sind Stewards da, die das auch überprüfen. Wir sind häufig selbst die Stewards und sagen einem Reiter, der da vielleicht jetzt mal etwas zu ehrgeizig ist, und sagen, aber Kollege, jetzt mach mal langsam. Und wir finden ja auch das Gehör von denen, weil wir doch eine gewisse Erfahrung da haben. Wir wollen das doch genauso, dass das gut aussieht, weil wir das noch möglichst lange auch machen wollen. Nur, wir müssen eben hingehen und aufpassen, dass wir trotzdem das Pferd noch ausbilden und auch, wenn mal nötig, disziplinieren dürfen. Das muss auch erwähnt werden, weil das eben notwendig ist. Das heißt aber nicht, dass ich das Pferd damit zu etwas zwinge, was es nicht möchte, was es nicht kann. So, und das ist das, was wir machen. Und das, finde ich, ist total in Ordnung, wenn auf diese Art und Weise das gemacht wird. Und wir akzeptieren, wenn ein Pferd nicht piaffieren will. Okay, dann wird das ein wunderbares junger Reiterpferd. Wenn er fliegende Wechsel nicht lernen will, dann wird er halt ein Schildrenpferd. Irgendwann entscheidet man und sagt, weißt du was, mit diesem klappt das nicht so gut. Ja. Der hat zwar drei tolle Grundgangarten, ist ein schöner Typ, aber der ist nicht in der Lage, von seinem Intellekt das zu lernen. Also bleibt er in der Kategorie, wo er sein kann. Mhm. Das akzeptieren wir, weil dieses Pferd unter Umständen auch dort eine gute Wertigkeit hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach hingehen, Tierschutz betreiben. Wir sind auch Tierschützer, was uns ja das Problem macht, ist dieser popularistische Tierschutz, wo nur da eingegriffen wird, wo bekannte Namen im Spiel sind. Nicht, wenn ein Thomas Müller verklagt wird, weil der da wie vom Phantom runterfällt, das kann passieren, das weiß jeder, der mit Hengsten zu tun hat, dass im Eifer des Gefechts das passieren kann. Dann wird er ja nicht deswegen verklagt, weil damit es dem Pferd besser geht, sondern weil der Name Thomas Müller natürlich etwas ist, das kommt in die Bildzeitung und in die Schlagzeilen. Ja, das hat doch aber nichts mit Tierschutz zu tun. Überhaupt nicht. Nicht? Und das ist eben sehr wichtig, dass der Tierschutz, dass es dem Pferd besser geht. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen. Ja, in die Richtung sollte es gehen und wird es auch gehen. Und ich glaube, auf langfristig gesehen wird auch jeder erkennen, dass das ein wenig weit hergeholt ist von diesen sogenannten Tierschützern ohne Hintergrund und Wissen. Und ich denke, dieses Kapitel wird sich in der Form, wenn man so weiterarbeitet wie Helgstrand oder andere namhafte Ausbilder, wird sich das von alleine auch so weit erledigt haben. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Denn wir haben Kinder, die sind jetzt nicht so pferdeaffin. Wir haben junge Menschen hier, die ja ihr Leben auf dem Pferdesport aufbauen wollen, auf dem Leistungssport. Dann ist es ja unsere Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass die auch eine Zukunft haben können. Nicht? Und das nicht aufgrund von an sich bei näherer Beleuchtung nicht haltbaren Anschuldigungen dann
unser ganzer Sport, unsere ganze Zukunft aufs Spiel gestellt wird. Und das muss man halt sich immer wieder vor Augen führen. Und da ist eben auch eine gewisse Lobbyarbeit, ein darüber sprechen, immer wieder sehr wichtig. Wir müssen alle miteinander sprechen, alle. Ist so. Da habt ihr sicherlich auch aufgrund eurer Erfahrung und eurer Erfolge ja auch eine gewisse Garantenpflicht der Jugend auch gegenüber und den nachfolgenden Sportlern und auch Züchtern, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, wenn es solche Menschen weiterhin geben wird, wie euch beiden, dann sehe ich da keinerlei ganz Gefahr. Keinerlei ganz viele Gefahr. Interessierte Menschen, die unseren Sport erhalten wollen. Und wir müssen halt so alle an einem Strang ziehen. Aber ihr seid Beispiel geben für alle da draußen, die eben das in der gleichen Form praktizieren. Und deswegen muss ich jetzt leider schon wieder Tschüss sagen und mich bedanken für das Gespräch. Mir hat es Riesenfreude gemacht. Ich bin immer noch geflasht von dieser Anlage und auch von euch beiden, das darf ich mal so sagen. Und würde mich freuen, wenn wir uns in Kürze schon irgendwo auf irgendwelcher Veranstaltung auch immer mal wiedersehen. Das werden wir sicher. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Danke sehr. Wir bedanken uns für diesen wundervollen Nachmittag. Die offenen und ehrlichen Worte und einen kleinen Blick hinter den Vorhang. Und so machen wir uns wieder auf den Weg. Immer auf der Suche nach weiteren spannenden Geschichten rund ums Pferd.